Für viele Kinder ist es so, wenn sie diese Technik gelernt haben, der Therapeut freut sich, ha, das Kind kriegt das hin. Das Kind denkt sich, und ich soll das jetzt zu Hause machen, ich soll das in der Schule machen, wie unangenehm. Dann spreche ich ja, dann bin ich ja anders als vorher. Dann merken die Leute ja, dass ich irgendwas anders mache. Mache ich lieber nicht. Das heißt, da muss nochmal richtig abgehärtet und desensibilisiert werden. Und ich gehe hin und frage Gesprächspartner irgendwo in der Stadt, guten Tag, wir machen eine Stottertherapie, ich spreche jetzt mal in zwei verschiedenen Weisen. Ich werde Sie hinterher fragen, wie Sie was gefunden haben. Mein erster Satz lautet, wie geht es hier zum HEMA? Und mein zweiter Satz lautet, wie geht es hier zum HEMA? Haben Sie einen Unterschied gemerkt zwischen den beiden Sprechweisen? Ja, also das erste, da haben Sie richtig gestottert. Und beim zweiten, kann es sein, dass Sie da manchmal ein bisschen langsamer gesprochen haben? Aber ich kann nicht genau sagen, was Sie da gemacht haben. Das ist eine häufige Reaktion. Und dann, was fanden Sie angenehmer, was fanden Sie unangenehmer? Ja, also das erste Stottern war mir nicht so angenehm. Das zweite, also stört mich überhaupt nicht. Und so versuche ich den Kindern zu zeigen, dass es besser akzeptiert wird.